Erstmal herzlichen Glückwunsch. Die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist neue regierende Bürgermeisterin in Berlin. Sie führt nun einen rot-grün-roten Senat. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die SPD-Politikerin Franziska Giffey zur neuen regierenden Bürgermeisterin gewählt. Vierundachtzig Abgeordnete stimmten für Giffey, 52 gegen sie und zwei enthielten sich. Die Politikerin benötigte für ihre Wahl zur Regierungschefin mindestens 74 Stimmen, die Koalition aus SPD, Grünen und Linken hat zusammen 92 Abgeordnete. Koalitionsvertrag unterzeichnet. Gut 12 Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hatten SPD, Grüne und Linke in der Hauptstadt zuvor ihren Koalitionsvertrag für die Bildung der neuen Landesregierung unterzeichnet. Er ist unterzeichnet, der Koalitionsvertrag, teilten die Berliner Sozialdemokraten auf Twitter mit. Vertreterinnen und Vertreter der drei Koalitionspartner unterschrieben das gut 150 Seiten lange Papier in der Staatsbibliothek. Der Weg zur Bildung der neuen Landesregierung ist seit Freitag frei. Die Linken stimmten bei einem 2 Wochen laufenden Mitgliederentscheid mehrheitlich für den Koalitionsvertrag. Die Hauptstadt SPD segnete den Vertrag zuvor auf einem Parteitag ab, die Grünen ebenso. So viele Senatorinnen wie noch nie die Sozialdemokraten hatten die Abgeordnetenhauswahl am 26. September klar vor den Grünen und der CDU gewonnen, die Linke belegte Platz 4. Anschließend sondierte die SPD auch mit CDU und FDP, sprach sich letztlich aber für eine Neuauflage des Bündnisses mit Grünen und Linkspartei aus. Die SPD stellt neben der Regierungschefin 4 Senatoren, Grüne und Linke je 3. Mit 7 Frauen und 4 Männern ist der Senat so weiblich wie noch nie. Am Nachmittag will sich die Regierungsmannschaft zu ihrer ersten Sitzung treffen. Giffey, erste regierende Bürgermeisterin Berlins. Giffey hat bereits eine steile politische Karriere hinter sich. Binnen weniger Jahre stieg sie von der Bild- und Stadträtin im Berliner Bezirk Neukölln über das Amt der Bezirksbürgermeisterin zur Bundesfamilienministerin auf. Im Mai trat Giffey im Zuge einer Plagiatsaffäre, die sie den Doktortitel kostete, als Ministerin zurück. Als Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl fuhr Giffey zwar mit nur 21,4% das historisch schlechteste Ergebnis für die Berliner Sozialdemokraten ein. Gleichzeitig sicherte sie der SPD aber den Wahlsieg vor Grünen, CDU, Linken, AfD und FDP. Mit Giffey bekommt Berlin nun erstmals eine regierende Bürgermeisterin und zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ein aus der DDR stammendes Stadtoberhaupt. Allerdings ist Giffey nicht die erste Frau, die die Geschicke der Stadt leitet. Der 1947-1948 amtierte die SPD-Politikerin Luise Schröder kommissarisch als Oberbürgermeisterin im Nachkriegs-Berlin.
Ich hoffe, Sie werden Ihre Aufgaben in Ihrer neuen Position erfüllen.